Guten Morgen! In Apple Days Days der Dr. Ew oder wie der Italiener sagt, una mella giorno toglio il medico di torno. Auf Deutsch ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Aber warum eigentlich? Mit 0,1 bis 10 Gramm Polyphenolen pro Kilo Frischfrucht liefert der Apfel in Abhängigkeit von der Apfelsorte, von der Reife, vom Anbaugebiet, vom Jahrgang und auch von den Lagerbedingungen einen durchaus gemessen an der Verzehrfreudigkeit der Deutschen signifikanten Anteil an Polyphenolen. Aber was sind denn überhaupt Polyphenole? Also zum einen sind die Bestandteil des Apfels, ne? Und das ist auch das, was die Wissenschaft als den Punkt bezeichnet, warum Äpfel so gesund sind, Polyphenole. Aber Polyphenole sind vor allem natürliche Antioxidantien. Obwohl dies nicht essentiell für uns ist, scheint es nach aktueller wissenschaftlicher Lage für das Erreichen der vollen Lebensspanne von großer Bedeutung zu sein, Polyphenole zu sich zu nehmen. Entsprechend werden Polyphenole auch als sogenannte Lifespan Essentials genannt. Also dieser Begriff des Essentiellen in unserer Ernährung ist damit geprägt, dass wir das brauchen, um zu überleben, um was wir nicht selber herstellen können. Und dieses Lifespan Essentials ist eher so ein Kunstwort, weil es einfach die Bedeutung zum Ausdruck bringt, dass um die volle Lebensspanne zu erreichen, dass Polyphenole eine große Bedeutung haben. Die entsprechende Studie dazu zu diesen Lifespan Essentials und wie es dazu kommt, verlinke ich euch unten. Wie diese Polyphenole das Leben verlängern und vor bekannten Zivilisationskrankheiten schützen, wird durch ihre Eigenschaften klar. Die Polyphenole und damit der Apfel wirkt als Radikalfänger und Metallchelator, also hat die Fähigkeit Metall zu binden. Er hemmt auch die Aktivierung von karzinogenen Stoffen, er ist Auslöser von entgiftenden Enzymsystemen und er initiiert die Apoptose. Das ist die Forcierung des eigenen kontrollierten Zelltods und damit im Gegensatz zur Nekrose ohne Schädigung des Nachbargewebes und ein Teil des ganz natürlichen Stoffwechsels, der in uns dann ausgelöst wird dadurch. Wie schon angesprochen ist der Anteil der Polyphenole unter anderem je nach Sorte unterschiedlich. Während zum Beispiel der Granny Smith als der ungesündeste Apfel gilt, gilt für den guten alten Boskop genau das Gegenteil. Er ist der Apfel, dessen gesundheitliche Wirkung am größten ist, welche in den Augen der Wissenschaft eben vor allem vom Anteil der Polyphenole abhängig ist. Wer die Polyphenolgehalte von 15 weiteren Apfelsorten genau wissen möchte, für den habe ich unten auch eine Studie verlinkt, die man allerdings käuflich erwerben muss. Was ich persönlich selber nicht getan habe, da man generell meiner Meinung nach mit dem Ansatz gut fährt, umso älter und umso natürlicher eine Apfelsorte ist, desto mehr Polyphenole sind enthalten. Der gekaufte Apfelsaft zum Beispiel enthält zwar auch noch ein paar Polyphenole, aber das ist fast vernachlässigbar. Aber da gibt es zum Beispiel diese Schönheitsprozesse, also die Verschönerungsprozesse, weil es gibt diesen naturtrüben Apfelsaft und es gibt diesen klaren Apfelsaft. Und von dem naturtrüben zum klaren zu kommen, wird verschönert. Und dieser Verschönerungsprozess geht zulasten der Polyphenole. Generell durch die ganzen Oxidationsprozesse, die durch das Pressen und durch die mechanische Verarbeitung des Apfels geschehen, verliert sowieso der Apfel an Wert. Und dann kommt das eben dann zu diesen Schönungs- oder Filtrationsprozessen, so heißt es glaube ich, wo dann der naturtrübe Apfelsaft, der auf jeden Fall noch gesünder ist als der klare, eben wegen der Schönheit, das Auge trinkt mit, dann geklärt wird. Und dann ist der Hauptteil der Polyphenole eben weg. Und das Schlimmste eigentlich ist, und deswegen auch die Überschrift, dass der Hauptteil der Polyphenole, der dann theoretisch noch drin wäre, aber nicht drin ist, weil er im Trester zurückbleibt. Das war für mich auch total neu. Der höchste Gehalt an Polyphenolen befindet sich in der Schale. Und also selbst wenn man den Saft frisch presst, dann ist das Beste vom Apfel im Trester. Es gibt ja immer die Diskussion, was ist besser, der Smoothie oder der Saft. Und dieser Aspekt, dass also viele Polyphenole in den Trestern zurückbleiben, ist ein Fakt, der so immens bedeutsam ist, weil eben die Gesundheit des Apfels durch die Polyphenole signifikant mitbestimmt wird, dass man wirklich sagen kann, wenn man entsaftet, verzichtet man auf einen bedeutsamen Teil wertvoller Inhaltsstoffe.
Es sind also nicht nur die Ballaststoffe, die im Trester zurückbleiben, sondern eben die, wie oben schon erwähnt, Stoffe, die dafür sorgen, dass wir unsere maximale Lebensspanne oder unser maximales Lebensalter erreichen. Das heißt, meine Empfehlung ist, nutzt die Saftpresse nur sehr sporadisch und greift lieber zum Mixer und macht einen Smoothie. Denn in der Natur nehmt ihr auch komplette und vollwertige Nahrung zu euch. Ein Saft ist ähnlich wie Öl, ja, eher künstlich extrahiert. Der Mixer unterliegt ja auch immer der Kritik, es sei kein natürlicher Vorgang. Nur da intensiviert der Mixer den mechanischen Prozess, der aber auch im Mund stattfindet, von der Art und Weise her, was beim Öl und Saft eben nicht in dem Maße der Fall ist. Zu diesen Zusammenhängen gibt es auch eine Studie, die habe ich euch auch wieder unten verlinkt. Also dass die Polyphenole hauptsächlich im Trester bleiben und dass man eben, was die Gesundheit angeht, entsprechend Saft nachrangig zu einem Smoothie betrachten muss. Alles, wie gesagt, die ganzen Studien brauche ich euch nicht mal sagen, unten in der Infobox. Ein Grund, warum der Apfel bzw. die Polyphenole und die Ballaststoffe im Apfel die Lebensspanne vergrößern, ist die präventive Wirkung gegen zahlreiche Krebsarten. Insbesondere eine inverse Korrelation zwischen Apfelaufnahme und Dickdarmrisiko ist zu betrachten. Also umso mehr Äpfel man aufnimmt, umso weniger erkrankt man an Dickdarmkrebs. Auch aus diesem Grunde kommt bei mir jeden Tag ein großer oder zwei kleine Äpfel früh in den Smoothie. Mein Mixer und mein Entsafter habe ich übrigens auch unten gepostet in der Infobox. Die Grundlage dieses Zusammenhangs ist, dass die Dimethylhydrazin induzierten Schäden in den Mucosazellen des distalen Kolons genauso wie die Ausbildung sogenannter Aberrant Crypt Foci signifikant durch Apfelkonsum reduziert werden. Letzterens also die Aberrant Crypt Foci, das sind Vorstufen von Adenom und Karzinom. Weiterhin ist auch eine generell minimierte Schädigung der DNA festzustellen. Die Grundlage und den wissenschaftlichen Beweis, wie das alles genau funktioniert und für diese Aussagen findet ihr alles ebenfalls in dieser Studie, die ich euch verlinkt habe, wo ich euch jetzt nicht nochmal hinweise, wo die Studien zu finden sind. Also generell gibt es auch zum Thema Äpfel und gesundheitsfördernde Wirkung wirklich eine Unzahl an Studien und auch für den Biochemiker und für denjenigen, der sich ein bisschen tiefer einlesen will, wirklich sehr sehr viel Wissensmaterial, und ich kann wirklich also zu 100% zum uneingeschränkten Apfelkonsum aufrufen. Der Apfel ist gerade auch in der Rohkost fast das alleinige regionale Obst, was wir im Winter zum Beispiel zur Verfügung haben. Also in diesem Sinne, una mela giorno toglie il medico di torno. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian, ciao.